Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Roadblockers Gaming. Ich will heute mit euch über das Combat Pack 3 für Mortal Kombat 11 sprechen, sprich die neueste Erweiterung, die wohl bald offiziell angekündigt bzw. gezeigt wird. Ed Boon hat vor ein paar Tagen in Twitter ein paar Posts veröffentlicht, die Hinweise geben auf Charaktere, die möglicherweise dann in dem neuen Pack kommen. Der erste Hinweis lautet: Queen gives you the first clue at what is coming on Mortal Kombat 11. So, er bezieht sich natürlich auf die Band Queen und auch auf den kleinen Text, der im Titel, im Lied vorkommt. Open your eyes, look up to the sky and see. So, also schaut auf den Himmel und guckt, was ihr seht. So, mein erster Gedanke, was vielen wahrscheinlich auch so ging, war, dass es sich dabei um Reptile handelt, weil in Mortal Kombat 1 auf der Pit Stage oder auch in anderen Stages kommt er ja plötzlich und dann steht da oben der Text Look to la Luna, also schaut auf den Mond. Und dann, wenn man dann in der Pit Stage ist, dann muss man auf die Silhouetten oben gucken. Das war mal eine Hexe, die rumgeflogen ist, der Weihnachtsmann sogar, glaube ich. Und ja, und dann kann man ein paar Dinge machen, um gegen ihn zu kämpfen, also ein Secret Boss Fight. So, also Reptile ist ja, wie wir wissen, nicht tot, weil wir haben ihn ja in der Krypta schon ein paar Mal gesehen. Ja, deswegen könnte es ja möglich sein, dass er kommt. Aber was auch noch wahrscheinlich ist, ist Rain, habe ich mir gedacht. Weil oben im Himmel, was ist da? Regen. Also Rain würde Sinn machen, wäre aber ein bisschen zu einfach. Und ich glaube, dass Rain auch nicht wirklich nochmal kommen wird, weil er war schon in Mortal Kombat 9 ein DLC-Charakter. Und ich glaube nicht, dass DLC-Charaktere sich wiederholen. Deswegen ist Rain... Ich wünsche mir Rain, wie viele auch, aber es ist, denke ich, unwahrscheinlich. Aber ein weiterer Text in diesem Lied, Bohemian Rhapsody übrigens, ich habe vergessen, den Titel zu erwähnen, von Queen, ist Thunderbolt and Lightning, very, very frightening to me. Also Donner und Blitz machen mir sehr viel Angst. Rain hat die Kontrolle über Donner und Blitz. Also sind schon mal trotzdem, auch wenn er ein DLC-Charakter war, zwei Hinweise schon darauf, dass es sich da irgendwie um ihn auch handeln könnte. Aber Reptile finde ich da eher passender. Die dritte Möglichkeit, finde ich, ist Smoke. Smoke, weil Rauch angesichts der ganzen Waldbrände, die jetzt gerade in den USA stattfinden, leider, ist ja überall im Himmel natürlich Rauch zu sehen. Und ja, was siehst du, wenn du dort lebst und nach oben guckst? Rauch, Smoke. Also Smoke könnte das zum Beispiel sein, aber Ed Boon hat schon vor langer Zeit dementiert, dass Smoke in Mortal Kombat 11 auftauchen wird. Was mich zu der Theorie bringt, dass nicht Smoke da sein wird, sondern Enenra. Enenra ist der Dämon, von dem Smoke schon die ganze Zeit besessen war. Aber nachdem er in Mortal Kombat 9 gestorben ist, wurde er von Quan Chi in Mortal Kombat X wiederbelebt. Und dann hat der Dämon die Kontrolle übernommen. Vorher hatte, ich weiß nicht mehr den Namen von ihm, aber er hatte die Kontrolle und war Smoke. Aber dann halt im Enenra. Enenra ist einfach ein Dämon, den ihr hier auf dem Bild seht. Und es könnte sein, dass Smoke nicht wiederkommt, aber dafür Enenra in Smokes Körper, und er heißt dann eben Enenra. Das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, was ich mir gedacht habe. Das wäre eine Überraschung. Es ist was anderes, haben wir noch nie gesehen, Enenra, außer in den Texten, also oder in der Endsequenz, glaube ich, war da auch mal drin, der Dämon, oder der Vorsequenz. Aber auf jeden Fall hatten wir den noch nicht als Kämpfer. Hat wahrscheinlich dann vielleicht neue Attacken und so, ja. Und die dritte Möglichkeit wäre, wenn man nach oben guckt, Fliegen, Vögel und so Zeugs rum, ja, ein fliegender Charakter. Mein erster Gedanke war, wer fliegt in Mortal Kombat? Es gibt, soweit ich weiß, nur zwei Charaktere, außer Sindel, aber die ist ja schon drin. Es wäre Onaga, der aber in Mortal Kombat Armageddon gestorben ist. Und die noch eine Möglichkeit wäre Nitara. Nitara war in Mortal Kombat Deadly Alliance zum ersten Mal dabei. Und in diesem Film hier, Mortal Kombat Legends mit Scorpion, Animationsfilm, ist sie auch dabei. Außerdem wird sie im neuen Mortal Kombat Film, der wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt, mitspielen. Und es wäre eine gute Möglichkeit, diesen Charakter, also Nitara, wieder einzuführen.
Wäre eine Möglichkeit. Also wir hätten da jetzt Smoke, Rain, Reptile oder Nitara. Wobei ich eher zu Smoke, aka Enenra oder Nitara tendieren würde, weil ja, wegen Rain, er war ja schon DLC. Und ja, also Ed Boon hat noch einen zweiten Hinweis geliefert. Und zwar, er bezieht sich auf den Trailer von Nightmare on Elm Street mit Freddy Krueger. Aber er hat betont, dass Freddy Krueger nicht im Spiel dabei ist. Weil er war ja auch in Mortal Kombat 9 dabei. Würde ja auch keinen Sinn machen, ihn nochmal reinzuholen als Gastcharakter. Gut. Aber schauen wir uns mal den Trailer-Titel genau an. Wie heißt der Titel? A Nightmare on Elm Street. 1984. Und Wes Craven, Johnny Depp steht da noch. Gut. Nightmare. Das Wort Nitara, also der Name Nitara, lässt sich irgendwie mit Fantasie umwandeln in Nightmare. Nitara, Nightmare. Also könnte es sein, dass Nitara wirklich damit gemeint ist. Und andererseits auch Wes Craven steht da drin. Wes Craven hat viele Vampirfilme gedreht, unter anderem Dracula. Und Dracula ist ein Vampir, Nitara ist ein Vampir, beziehungsweise eine Vampirin. Also wäre das wieder eine zwei Anspielungen auf diese Kämpferin in diesem einen Titel. Weil Ed Boon hat gesagt, es geht nicht um den Trailer, sondern um den Titel. Im Trailer selbst sieht man auch schwebende Opfer. Freddys Opfer, die halt vom Bett hochschweben und dann umherfliegen und so. Da habe ich auch erstmal am Ermac gedacht, aber er hat auch schon gesagt, dass Ermac nicht dabei sein wird. Und da er auch sagt, es bezieht sich jetzt nicht um den Inhalt des Trailers, sondern einfach nur um den Titel, ist Ermac wahrscheinlich nicht die Person, der Kämpfer, der da kommen wird. Weiter geht's. 1984. 1984 war das Lied Purple Rain von Prince. 24 Wochen meine ich auf Platz 1 der Charts. Und das bedeutet, Purple Rain ist ja, Rain ist ja entstanden genau durch dieses Lied. Er war ja eigentlich nur ein Joke. Der ist in Mortal Kombat 3 irgendwie in der Arcade-Version. Am Anfang, wenn du nichts gemacht hast, da kamen so Demo-Kämpfe und da war Rain dabei. Und Rain war halt eine Anspielung auf Purple Rain von Prince. Und ja, es könnte sein, dass diese kleine Zahl hier das bedeutet, dass doch Rain kommt, obwohl er schon DLC-Charakter war. Ja, eine andere Möglichkeit wäre, weil hier noch Johnny Depp steht, ich weiß nicht, hat Johnny Depp überhaupt in Nightmare on Elm Street mitgemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Johnny Depp, ich dachte mir da Edward mit den Scherenhänden, aber ganz ehrlich, das wünscht sich wahrscheinlich niemand. Das sieht ja dann irgendwie aus, so wie Freddy Krueger, also ich glaube nicht, dass der kommt. Also als Gastcharakter. Ja, was hätten wir dann noch? Wir hätten dann noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Elm Street, ja? Elm heißt Ulme, übersetzt auf Deutsch. Ulme ist ein Baum. Und ich dachte mir, weil die Stage The Living Forest in Mortal Kombat 2 besteht ja aus Bäumen natürlich, The Living Forest. Und es könnte ja sein, weil Smoke guckt ja ab und zu mal so an einem Baum vorbei und ja, da sieht man halt ihn und Jade übrigens auch, aber egal. Und es könnte eine Anspielung auf Elm Street, dass es Baumstraße heißt und dann irgendwie mit Living Forest und dann mit Smoke wieder in Verbindung, was uns zu dem ersten Hinweis bringt mit Queen, Look Up to the Sky, könnte sein. Bin mir aber nicht sicher, das ist halt meine Theorie jetzt. Dann haben wir noch einen dritten Hinweis, aber das ist schon vor dem Release von Mortal Kombat 11 hat Ed Boon das gepostet. Und zwar dieses Bild hier, Palette Swap, mit dem gleichen Text, Open your eyes, look up to the sky and see. Und man sieht Scorpion, Sub-Zero, Ermac und Reptile. Gut, was bedeutet das? Es könnte bedeuten, dass diese vier Kämpfer Chameleon darstellen, weil Chameleon ist ja eine Mischung aus allen Ninjas gewesen. Also könnte es erstens sein, dass Chameleon wiederkommt mit Varianten von Rain, Ermac und Reptile, was ziemlich cool wäre. Das haben sie ja mit Tribox schon in Mortal Kombat X gemacht, mit Cyrex, Sector und Smoke, Cyber Smoke. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn man alle Farben, also die Farben mischt, die man hier sieht,
Dann kommt Braun raus, was mich dann wieder zu Tremor bringt. Tremor war aber auch schon DLC-Charakter in Mortal Kombat X, deswegen denke ich, das ist auch nicht so ganz realistisch, dass der wieder kommt. Also bleibe ich einfach bei meinen Theorien, dass es sich entweder um Nitara, um Smoke aka Enenra, vielleicht doch um Rain, weil das von vielen Fans gewünscht wird, oder eben irgendwas anderes, vielleicht auch Reptile. Das ist alles möglich. Also Ermac denke ich nicht, weil er es schon dementiert hat. Also ja, gut. Ja, teilt mir mit, was ihr davon denkt. Was glaubt ihr? Was hat das mit den Hinweisen auf sich? Könnt ihr das Rätsel entschlüsseln? Also wer da jetzt wirklich kommt? Also es macht ja irgendwie alles Sinn. Deswegen, ich bin mal gespannt. Und ja, er hat uns übrigens noch einen anderen Hinweis gegeben. Er hat geschrieben, John Lennon, born 1940, was killed 40 years later. Nee, was killed, ja doch. And at the age of 40, also die Zahl 40, also John Lennon, geboren 1940, getötet 40 Jahre später. Und jetzt ist er 40 Jahre tot. Die Zahl 40 scheint wohl wichtig zu sein. Und da wir jetzt gerade 34 Kämpfer in Mortal Kombat 11 haben, glaube ich, dass es am Ende 40 Charaktere werden, weil dann sieht man hier, dass auch schon das ganze, der Character Select Screen eine gute Form hat, weil unten, wo jetzt Cetrion und hier Fujin sind, fehlt ja was, ne? Weil oben sind 4 und 2, also ich glaube da, um das zu füllen, werden schon noch 6 Charaktere kommen, ob das jetzt in 2 Combat Packs, also 3 und 4, erscheinen wird, beziehungsweise 2 und 3, weil Aftermath ist ja nicht wirklich das Combat Pack gewesen. Ich nenne es einfach mal Combat Pack 3. Ja, und ich weiß auch nicht, ob es sich um Hinweis 1 mit Queen und Hinweis 2 um Nightmare und Elm Street um zwei verschiedene Charaktere oder um den gleichen Charakter handelt. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich jetzt ja noch nicht ganz weiß. Aber ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, und ich bin gespannt wirklich auf eure Theorien. Schreibt es mir in die Kommentare, und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, falls euch meine Videos gefallen, dann schaut gerne noch öfter rein, abonniert mich, und wir sehen uns dann immer wieder. Und jo, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis bald, Leute. Bye, bye.